Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir freuen uns, Ihnen hier und heute auf diesem Wege die neue Bechtle-Vision, unsere Vision 2030, vorstellen zu können. Viele von Ihnen wissen, dass die Formulierungen und insbesondere die Realisierung von Visionen bei Bechtle eine lange Tradition hat. Sie geht tatsächlich zurück auf das Jahr 1988. Das bedeutet, wir reden hier und heute über die vierte Vision, die Vision 2030, die mehr oder weniger nahtlos die vorangegangene Vision 2020 ablöst. Was ist neu an unserer neuen Vision und was hat sich bewährt, was haben wir beibehalten? Fangen wir mit diesem Punkt an. Nicht neu ist, dass der Vorstand, dass wir alle miteinander nach wie vor davon überzeugt sind, eine Vision zu brauchen. Es gab intern durchaus interessante Diskussionen dahingehend, inwieweit es heute überhaupt noch möglich ist, so lange nach vorne zu schauen und eine Vision zu entwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass es gerade in den aktuellen Zeiten hoher Veränderungsgeschwindigkeit und Intensität wichtig ist, langfristige Ziele zu setzen, die über das Tagesgeschäft hinausgehen, an denen wir uns alle miteinander orientieren können. Und damit sind wir auch dabei geblieben, dass die neue Vision der bekannten Dekadenlogik folgt. Das heißt, wir haben die neue Vision wiederum für 10 Jahre nach vorne blickend formuliert. Was ist neu? Zunächst, der Prozess der Erstellung war völlig anders als in der Vergangenheit. Er verlief iterativ und insbesondere partizipativ. Eine Vielzahl von Kolleginnen und Kollegen waren in mehreren Stufen beteiligt, bis hin sogar zum Aufsichtsrat. Neu ist auch, dass unsere Vision eine Überschrift trägt: Bechtle, der IT-Zukunftspartner. Diese Überschrift passt perfekt zu Bechtle. Sie ist nah an unserer Marke, nah an unserem Markenkern. Und sie beschreibt Anspruch an uns selbst und Versprechen unseren Partnern wie auch Mitarbeitern gegenüber in einer Überschrift. Deshalb haben wir uns dafür entschieden. So viel von meiner Seite vorab zu einigen generellen Punkten. Kommen wir im nächsten Schritt zu einigen ausgewählten Inhalten. Beginnen möchten wir mit der Kundenperspektive. Dazu mein Kollege Michael Guschelbauer. Vielen Dank, Thomas. Ja, in unserer Vision 2030 steht das Statement, der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel, nicht zufällig an erster Stelle. Unsere Kunden sollen in der Zusammenarbeit mit uns einen echten Wettbewerbsvorteil erlangen. Denn wir können mit dem intelligenten Einsatz von zukunftsstarken Informationstechnologien wirklich einen Unterschied machen und einen relevanten Beitrag dazu leisten, die Geschäfte unserer Kunden tatsächlich besser zu machen. Das verstehe ich persönlich unter erfolgsentscheidend, relevant für das Geschäft unserer Kunden zu sein. Wir denken mit und für unsere Kunden. Wir kennen deren Geschäfte und wir denken Lösungen mit zukunftsstarken Informationstechnologien vor, die einen relevanten Beitrag dazu leisten, die Geschäfte unserer Kunden tatsächlich besser zu machen. Und es ist nicht nur die Kundenbindung, die wir erreichen wollen. Wir wollen eine echte Verbindung mit unseren Kunden schaffen. Dafür will ich Sie heute gewinnen, Geschäftspartner und Geschäftsfreund für unsere Kunden zu sein, auf Augenhöhe. Und IT ist unsere Leidenschaft und ich bin gespannt, was deine Gedanken dazu sind, Jürgen. Dankeschön, Michael. Danke. Ja, IT ist unsere Leidenschaft. Herzstück meiner Mission bei der Bechtle ist das Zusammenwirken mit Menschen. Mit Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten darf, Menschen, die ich führen darf, Menschen, die ich begleiten darf. Und da spüre ich so viel Leidenschaft und Passion in diesen Menschen. Menschen, die bereit sind, aus sich persönlich wirklich alles herauszuholen. Und dieses Alles, das treibt unsere Bechtle natürlich nach vorne. Die Rahmenbedingungen, die wir haben, unsere Dezentralität, unsere Vielgestaltigkeit, unsere Internationalität, die sind natürlich ideal für ein Vorankommen. Weil sie durch Offenheit geprägt sind, weil sie flexibel sind und weil wir immer wieder Neues in Angriff nehmen und Neues ausprobieren. Ganz im Gegenteil von anderen Unternehmen, wo eine monolithische, in Beton gegossene Struktur die Dominanz hat, ist es bei uns eben dergestalt, dass wir
durch unsere Flexibilität den Mitarbeitern sehr, sehr viele Wege öffnen und auch Ausgestaltungsspielräume lassen. So, mit diesem Zusammenspiel der Grundparameter, die bei uns gegeben sind, und dem Wille der Menschen, so viel nach vorne zu bewegen, da ist es eben so, dass ich sage, bei Bechtle kann man alles erreichen. Was meinen wir mit alles erreichen? Alles ist vielgestaltig. Alles kann das Begeistern neuer Kunden sein. Alles kann das Reindenken in den Kunden, das Finden der absolut richtigen Lösungen sein. Alles kann die Spezialisierung auf ein Thema sein. Alles kann die Strukturierung, die analytische Strukturierung eines Themas sein. Und alles kann natürlich auch was Kreatives Neues sein. So, Bechtle bietet Raum, um sein Leben in die Hand zu nehmen und nach vorne zu streben. Und wenn ich drei Dekaden zurückschaue, was stand da auf meiner ersten Visitenkarte bei Bechtle? Jürgen Schäfer, Materialwirtschaft. Was habe ich gemacht? Ich habe IBM-PCs eingekauft, ich war verantwortlich für die Beschaffung von Software-Updates und ich habe einen Umzug organisiert. Sie sehen, Bechtle, da geht was. Doch nicht nur das persönliche Weiterkommen und das Fortkommen steht bei uns im Mittelpunkt. Dazu ist es absolut notwendig, Profitabilität und Rentabilität zu erreichen. Und dazu durfte ich sagen, ist niemand anderes befugt, was zu sagen als Thomas. Vielen Dank, Jürgen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, warum ist uns profitables Wachstum so wichtig, dass wir es sogar erneut, muss ich an der Stelle hinzufügen, in unsere Vision schreiben? Zunächst die Mindestzielprofitabilität, die wir anstreben von 5%, ist kein gerechneter Wert, sondern es ist vielmehr ein Erfahrungswert. Es ist das Ergebnis von fast 4 Dekaden, sprich 40 Jahren Branchenerfahrung und besagt, dass es uns mit dieser Mindestprofitabilität in unserer Industrie, in unserem Markt, mit unserem Geschäftsmodell und in unseren Strukturen gelingt, zwei ganz entscheidende Punkte zu verbinden. Auf der einen Seite die Ansprüche der sogenannten Stakeholder, die sehr vielfältig sind. Stakeholder sind Gruppen, die berechtigte Ansprüche an ein Unternehmen haben. Beispielsweise die Mitarbeiter, die von einem Unternehmen Stabilität als Arbeitgeber erwarten. Oder aber die Aktionäre, die eine angemessene Dividende erwarten dürfen. Die Herstellerpartner, die Kunden, die einen stabilen, auch finanziell stabilen Partner erwarten. Und auf der anderen Seite erlaubt uns diese Mindestprofitabilität, in die Zukunft zu investieren. Was bedeutet das? Heute in Projekte zu investieren, die die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Zukunft absichern. Gemäß dem Zitat, das Gandhi zugesprochen wird, die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun. Und insofern geht es bei der Zielkomponente profitables Wachstum tatsächlich um die Zukunftsstärke von Bechtle. Ja, und die Zukunftsstärke von Bechtle hat natürlich viel mit Wachstum zu tun. Und Marktführerschaft ist unser Anspruch. Und wir wollen uns auf die IT-Märkte fokussieren, in denen wir eine führende Position erreichen können. Und in Verbindung mit dem ersten Satz unserer Vision 2030, in dem wir den Erfolg unserer Kunden als unser Ziel definieren, können wir mit diesen zukunftsstarken Informationstechnologien einen wirklich relevanten Beitrag zum Geschäft unserer Kunden leisten. Und mit dieser Ausrichtung wollen wir deutlich stärker wachsen als der Markt und den nächsten wirklich großen Meilenstein erreichen. 10 Milliarden Euro Umsatz. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich daran denke, wenn wir in ein paar Jahren wieder hier stehen und zurückschauen und sagen, wow, wir haben es geschafft. Da ist sie nun vor Ihnen, die Vision 2030. Der neue Fixstern an unserem Horizont. Auf zu neuen Horizonten. Wir drei sind absolut begeistert davon. Wir hoffen, Sie mit auf den Weg nehmen zu können, mit dieser Begeisterung, dass jeder wirklich alles gibt, diese Ziele zu erreichen, dass wir gemeinsam nach vorne gehen, dass jeder Einzelne sich entwickeln kann, dass wir die Vision 2030 als nächsten Meilenstein erreichen.